So, Herr Leimann, wir machen weiter. Also das Thema jetzt hier für dieses Video: Konstruktion eines Dreiecks aus drei Seiten. Ab und zu mal sieht man so abgekürzt SSS-Konstruktion, der Seiten-Seiten-Seiten-Konstruktion. Und wie du das hier siehst, jetzt habe ich erstmal hier eine Tafel außer dieser Kamerafokussierungssymbol nicht vorgezeichnet. Warum? Weil bevor wir dieses Problem, was eigentlich in der Unterrichtsstunde so leicht schien, bevor wir das tun, wir müssen über ein paar Sachen einigen. Ja? So. Und wir können nicht alles da in der Unterrichtsstunde so im Detail besprechen, aber ich möchte, dass das wirklich so weit wie es möglich ist, dass du das weißt. So, die erste Sache ist, der Name einer Seite oder die Benennung einer Seite. Eine Seite geben wir an mit einer Strecke. Ja, zeichnen wir gerade zwei Punkte, das sind die Ende der Strecke, und diese Strecke ist das, was zum Beispiel bei einer solchen Konstruktion angegeben werden kann, und das könnte eine Seite sein. Und wir haben bis jetzt immer diese angegebene Strecke oder Seite benannt. Nehmen wir mal jetzt hier die Buchstabe A, den kleinen A, und bis jetzt hat uns diese A eine Benennung von dieser Strecke bedeutet. Ja? Also diese A ist die Funktion, einen Namen zu geben von dieser Strecke, sondern ist gut, weil dann können wir darüber reden, wissen wir das, wenn wir das irgendwo übertragen haben oder das hier gezeichnet haben, über welche Strecke oder über welche Seite wir reden. Ja? Also die eine Funktion ist Name oder Benennung der Strecke. So. Und jetzt hätten wir ganz gerne, dass das diese Buchstabe A etwas anderes auch noch repräsentiert. Und das ist die Länge. Die Länge der Strecke. So. Wow. Und jetzt sagst du, oh, aber wie machen wir das? Wie können wir jetzt hier überhaupt diese Länge messen? Wir haben kein Maß. Ja? Und das ist, wir haben kein Maß. Also das, was wir auch sonst haben, und wissen wir, wir haben so irgendwie ein Linear oder Geodreieck, und dann gibt es irgendwie so Skalierungen, kann man sagen, okay, das sind so und so viel, ich will nicht mal jetzt in den Namen in den Mund nehmen, diese Maße, weil wir uns damit nicht ablenken. Also was könnte dann hier die Länge jetzt hier bedeuten? Ja. Also, machen wir Folgendes. Jetzt übertragen wir diese Länge, diese Strecke auf diese Gerade. So. Ich messe das, also unsere Funktion sind circa, und ich übertrage das. Diese Strecke hat jetzt die gleiche Länge wie die Strecke A. Benennen wir das jetzt hier B. Und jetzt wollen wir diese Eigenschaft von den zwei Strecken irgendwie symbolisieren oder aufschreiben können. Wir könnten jetzt hier sagen, die
Strecke. A. B. Strecke. B. Sie. Gleich. Gleich lang. So. Das ist ein korrekter Satz. Korrekt Deutsch. Also noch, die Strecke A und die Strecke B sind gleich lang. Und wir könnten das so lassen und sagen, okay, jedes Mal, wenn wir jetzt hier zwei Strecken vergleichen, können wir das so aufschreiben. So. Die Mathematiker haben aus unterschiedlichen Gründen schon früh angefangen, längere Sätze oder solche Behauptungen irgendwie abkürzen zu können. Also wenn wir einfach nur daran denken, wir haben nicht so große Tafel, ja, oder so viel Papier, wenn wir Papier sparen, dass wir mehrere Sätze auf kleineren, weniger Platz aufschreiben können, das könnte schon ein Grund dafür sein, warum man Sachen abkürzen kann. So, und dieser Satz, ja, dafür haben wir diese Abkürzung. Wir haben jetzt hier die Länge der Strecke A repräsentiert diese Buchstabe. Länge der Strecke B. Und jetzt sollten wir ein Symbol dafür haben, dass diese zwei Längen gleich sind. Dafür haben wir das gleichzeitig. So. Also das bedeutet das, was wir da aufgeschrieben haben. Okay? Und jetzt können wir schon sagen, können wir schon vergleichen, verschiedene Strecken, ob sie gleich oder nicht gleich sind. Was können wir noch machen? Naja, benutzen wir mal bitte hier diese Gerade. So. Jetzt übertrage ich diese Länge A nochmal. So. Und jetzt sagen wir, dieser Punkt ist A, dieser Punkt ist B. Und dieser Punkt ist der C. Und jetzt reden wir über die Strecke von A bis C. So. Also, die Strecke von A bis B war unsere Strecke B. Und jetzt von dem Punkt A bis C, wollen wir diese Strecke als kleine Buchstabe C nennen. So, jetzt haben wir schon drei Strecken. Der A, der B und der C. So, was können wir über den A und der Strecke C hier aufschreiben? A. C. Diese kleine, also der kleine C und der kleine A repräsentiert auch jetzt nicht nur den Namen, sondern die Länge. Und welche Beziehung besteht zwischen der Länge A und der C und diesen zwei Strecken? A, einmal, zweimal. Das heißt, die Länge der Strecke C ist doppelt so lang wie der A. So, wenn ich jetzt die Länge A mit 2 multipliziere, also die Strecke A verdoppeln, das ist die gleiche Länge wie die Strecke C. Wow. Okay, so funktioniert das. Ja? Kleine Übung für dich.
Für eine Übung. Konstruiere eine Strecke D. Eine Strecke D, wo der Beziehung zwischen D und A so aussieht, dass D an der Tat mal länger als A. Also hier 1,5. Oder wenn du das als rationale Zahl aufschreiben willst, kannst du schreiben 3 Zweitel. Okay? So. Eine kleine Übung hier. Gut? Okay, jetzt mache ich hier Stopp und im nächsten Video gehen wir mal weiter.